Jo, da sind wir wieder bei Jessys Kampfschloss. Weiterhin aus dem Livestream und weiterhin gegen hier so viele wunderbare und starke Leute, die mich immer wieder fertig machen. Bisher steht es in diesem Livestream 3 zu 1 gegen mich. Aber immerhin, ich habe einen Sieg davon getragen, ich habe schon mein Tagesziel erreicht. Alles andere ist jetzt noch Luxus, was noch kommt. Ja, Rockstar, du lagst echt ganz nah daneben mit deiner 27, ne? So, dann sind wir jetzt bei Stück Nummer, nein, nicht 6, sondern 5. Gut. Was bekommen wir denn diesmal? Ins Gesicht gedrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe da Sachen, die würden mir nicht gefallen, ne? Eieieiei, womit fangen wir denn an? Hier, mach du den Start. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einer der schönsten Soundtracks nebenbei aus dem Spiel. Den gegen Conny. Oh ja, der Start gefällt mir schon mal ganz nett. Tentacle Porn. Wieso auch nicht? So, mal gucken. Wie viel zieht das so ab? Knapp die Hälfte. Und da kommen die Steinchen. Sehr gut. Und jetzt kommt wieder zurück. ZOU-Standard. Okay. Schade. Gut predicted. Oder so. Joa. Was geben wir uns denn da? So, ein paar Steinchen, die tun weh. Donnerblitz. Tut auch weh. Meine Güte, hat das wehgetan. Achso, ein Volltreffer. Meine Güte, hat das wehgetan. Ist wahrscheinlich schneller als ich, ne? Okay. Oh, achso, Volltreffer auch wieder. Ja, ich habe Volltreffer mit Volltreffer gerecht. Und da hat der Lebenort mir den Rest genommen. Na ja. Holen wir dich nochmal raus, Bravuda. So eine 42 also. Es könnte wehtun. Außer ich bin wieder schneller. Aber gut. Bei Multischuppe. Was will ich denn da erwarten? Und einen Schwächenschutz. Werde ich wahrscheinlich nur Schmerzen bekommen. Und einen Drachentanz. Ja, das klingt nach sehr viel Schmerzen. Das klingt nach vielen Was? Okay. Ich weiß, Walschal, aber trotzdem. Okay. Bravuda, du bist mein Held. Dragoran gefunden, das Fressen für ein Bitifass. Okay, sehr schön. Mira Jane. Hey, wir haben wieder Fairy Tail. Pferde. Megawumme. Joa. Auch ein Walschal? Oder Mega? Das ist jetzt die Frage. Wuss? Das klingt nach ganz viel. Wuss? Ja, Jan 2014. Ich habe schöne Sachen manchmal gesagt. Na doch, Mega. Mit dem schönen schwarzen Kleid.
Und der schönen Mondgewalt. Gut überlebt. Jetzt bist du sowieso eh tot, wenn ich dich nochmal einwechseln würde. Von daher lassen wir dich mal drin. Ein Crit nach dem anderen, ne? Das Vieh haut aber gerade gut rein. Ja. Gardevoir hat nun Mega-Wummen. Mhm. Ja. Genau so. Nikrivis, das hat jetzt auch leider ein bisschen weh. So, hoffentlich reicht das. Ich weiß nicht, wie es um die physische Verteidigung von Gardevoir steht, aber es hat gereicht. Passt. Ach ja, Moment, das Ding hat doch eh Anpassung. Es tut sowieso sehr, sehr weh. Big Daddy. Ja, mein Big Daddy ist ein bisschen anders, aber es kommt dem ganz ähnlich. Tempohieb? Nee, aber gut, dann kann ich sogar den Abschlag nochmal draufhauen. Offensivweste, sehr gut. Erstmal schön weg und damit. Das tut weh. Yep. Das war zu erwarten, aber ich habe die Offensivweste wenigstens weggeschlagen. So. Hammer Time. Ach, das ist Christians. Ne? Das ist Christians Emote. Verbrückung. Boah. So, was machst du mir denn jetzt erstmal gegen das Ding? Big Daddy kommt zurück. Und dafür kommt... Autsch! Autsch! Das tut weh. Nicht nur dir. Autsch! Das tut mir jetzt, glaube ich, ein kleines bisschen weh. Eisenstachel? Mhm. Beulenhelm? Mhm. Autsch! Klingt wie der Villager aus MC. MC? Wie die Villager. MC, MC. Wo ist gerade MC? Es hat doch auf jeden Fall ein bisschen weh getan, dass ich dagegen gehauen habe. Aber gut, gegen Stachelzorn tut immer so ein bisschen weh. Holy! Ach, Minecraft. Nee. Ja, ja, diese Villager da. Halleluja, Karadonis! Was tust du für Sachen? Minecraft. Nee, ich finde Minecraft eigentlich auch ganz nett. So, hallo Robin. Was setze ich jetzt mit dir ein? Machen wir das mal. Tempohieb. Boff. Nicht sehr effektiv. Zauberschein. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Ne, ich habe nicht vor, den 48-Stunden-Stream zu machen. Ich glaube, ich wäre dabei kaputt. Oder vor allem, ich würde ihn nicht alleine machen. Fiasko. Oh, nein. Echt? Ich hab das Ding ganz vergessen. Feuer rein. Autsch. Autsch. Das burnt. Gut, ich habe, glaube ich, ein kleines Problem. Minimal. Aber ich kann zumindest noch mal kurz was zeigen. Blue Kurachao. Mein Shiny Pinsir. Mein schönes Shiny Pinsir. Ich find's voll cool. Mein mega Shiny Pinsir. Und? Es trifft. Danke.
Weg! Yes! Yes! Shiny Pinsir did it! Das war noch verdammt knapp. Ein Feuer rein und ich wäre auch tot gewesen. Uiuiui. Blue Curaçao ist ein Likör? Irgendwie sowas, glaube ich. Daher der Name. Uiuiuiui. Ich habe ganz vergessen, dass ich auf dem Ding eine Steinkante hatte. Ja, das ist das Shiny aus dem Stream. Wenn sich Pinsel mega entwickelt, ändert sich sein Typ in... Nope, nope, nope. Yay. 3-2. Ich hau die Wertung nach oben. Irgendwie. Joa. Das war auch wieder mal ein schöner Kampf. Ich hätte... Also als ich das Framot da schon stehen gesehen habe, dachte ich mir... Nee, ich glaube, den Kampf hast du verloren. Voll, wenn es angefangen hätte, sich zu boosten. Ich glaube, ein Falter rein und das, dann wäre es um mit mir gewesen. Nebenbei, was ich eben meinte, was witzig ist, also ich weiß nicht, ob das, das habe ich glaube ich in der Aufnahme nicht gesagt, aber ich habe es vorher, vor dem Stream gesagt, für die, die es gerade auf YouTube gucken. Ich hatte ein Pokémon mit Walband, ich hatte ein Pokémon mit Walschale und ich hatte ein Pokémon mit Walglas gerade dabei. Joa. Na gut, dann würde ich sagen, das war's auch von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.